Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Monster Hunter Stories 2. Ja, ich habe ja gesagt, es geht sofort weiter. Naja, nicht sofort nach der anderen Folge, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Ja, ich denke mal, dieser Dungeon hier wird noch einen Ticken weitergehen, weil die Katze meinte ja, es sind mehrere starke Monster hierher gezogen. Und wie weit und wie viele es sind... Jetzt kriege ich schon Schluck auf. Ja, wie viele und was sich hier alles noch verbirgt, werden wir noch sehen, weil es ist jetzt die dritte Etage. Plus im Erdgeschoss sind es vier Etagen. Ah ja, ja, hier sind auch welche drin? Seifengras? Okay, aus dem Weg. Euer Boss ist gekommen. So, es ist immer noch die Mission, verfolge den Rider. Ja, da hätte sein können, dass da ein Monster ist, aber ist es nicht. Eieiei, wie hoch wir sind. Ich glaube, den kennen wir. Den kennen wir. Da können wir einfach dran vorbeigehen. Genau, mach Platz. Platz hier. Big Boss incoming. Okay, hier schnell weitergehen. Bevor wir hochkommen. Warte mal. Es geht jetzt nur noch hoch. Dann sind gar keine Monster hier drinne mehr. Weil so, wie ich das jetzt einschätzen kann, ist es ja meistens so, dass, ja gut, es sind doch einige starke. Wenn man Tigrex und so dazu zählt... Bitte nicht anlaufen, ja? Ich kenne das ja von Lagombi. Die ist dann richtig aggressiv. Gut. So, dann haben wir den Nasenbärenaffen hier. Gegen den müssen wir jetzt aber nicht wirklich kämpfen. Push dich. Ich will das hier aber ganz kurz einsammeln. Großer Monsterknochen. Ey, das ist sogar gut gewesen. Ja. Und jetzt heißt es ab nach oben. Ich hätte ja jetzt gerne gegen jemanden gekämpft und auch gegen Nasenbären und so. Aber es gibt keinen Monsterbau hier. Bedeutet auch, wir kriegen ihn einfach nicht. Ja, jetzt übertreiben wir. Okay, jetzt müssen wir zusehen. Und wir müssen uns merken, wo wir reingehen. Es... Was ist denn das? Ketsu! Du wirst jetzt kämpfen, ja? Aber warte, wir müssen die kurz ablenken, ja? Halt, stopp. Dreh dich mal um, Kollege. Ah, okay. Einfach rein da. Der sieht ja richtig nice aus. Wer ist denn das? Gindrome? Sieht besser aus als Velocidrome, auch als Großjaggi und weiß was ich als wen. Die sehen gut aus. Und so wie ich sie einschätzen kann, geht der auf Geschwindigkeit. Deswegen gehen wir hier so drauf und wir werden so angreifen. Okay, sehr schön. Big Damage natürlich. Habe ich den Großen angegriffen oder die Kleinen? Hey! Hey! Oh! Ketsu! Sehr schön! Pass auf, wir müssen die leider erledigen, okay? Ich denke mal, eine Runde halte ich noch aus. Ja, sehr gut. Ja, das können wir auch weiter wegmachen. Jetzt kommt der Große aber. Lehmreißzahn. Warum denn auf mich? Ich bin ein kleiner Junge, ja? Ketsu gefällt mir. Er gefällt mir wirklich. Ein Trank auf mich, bitte. Ketsu gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Ey, den werde ich in Zukunft noch öfters einsetzen, aber ich wünschte, ich hätte den Weißen. Aber ich denke mal, der Weiße, der ist schwächer als der Rote. Ja, ja, lebender Reißzahn, sehr gut. Ketsu, Angriff. Donnerreißzahn. Wirkungslos? Oh, ich habe gedacht, weil die nicht aus Stein oder so bestehen, dass die schwächer sind. Na egal, nächste Tod. Und wir können uns ein bisschen leveln. Also ist ja auch nichts Schlechtes. Donneratem. Oh, er hat einige Fähigkeiten. Aber ist sehr, sehr schwach. Jetzt ist es richtig sauer. Bleib auf den Pfoten. Ach, komm. Reiten, bitte. Ihr wisst, was das heißt. Und ich weiß ja nicht, was passiert. Aber ich denke mal, der wird sehr, sehr schnell sterben. Deswegen Bindungsfähigkeit und Angriff. Zeig deine Fähigkeit. Jetzt bin ich gespannt. Na, wir hängen über Kopf. Wie er es eigentlich immer tut. Ah, und schöner an Sabanessa. Wie eine Schaukel. Okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ist eine coole, witzige Attacke. Sagen wir es mal einfach mal so. Wir spielen eine Schaukel und dann müssen wir Body Slam auf ihn drauf machen. Ist cool. Ist wirklich... beschweren kann sich da eher weniger. Einfach angreifen. Denn jetzt passiert ja gar nichts mehr. Ja, er ist tot. Okay, er hält einiges aus.
Ey, warum gebe ich eigentlich nicht so viel ab? Der Kollege neben mir gibt 800 noch was ab und ich gebe 100 noch was ab. Obwohl wir das gleiche Schwert haben. Er hat es vielleicht verbessert, aber ich glaube, wir werden da nie hinkommen. Okay, Gendrome. Gibt es den denn im Monster Hunter? Ich habe halt, wie gesagt, halt... Ich werde mir demnächst alle Monster Hunter Spiele kaufen. Und ich habe schon fast alle. Ich habe halt mega Bock drauf. Und, ja. Ich würde das ja auch ganz gerne auf YouTube hochladen. Aber ich weiß, viele wollen es halt nicht sehen, weil... Ich weiß doch gar nicht, warum. Einige können mit Monster Hunter nichts anfangen. Ich verstehe es aber nicht. Monster Hunter alleine... Okay, Monster Hunter Stories ist ja ein ganz anderes Spiel, ne? In Monster Hunter, in den anderen Dingern, da kämpft man nur. Zum Beispiel in Monster Hunter Rise ist es ja so, da kannst du sehr, sehr schnell die Monster besiegen. Das ist cool, das geht fit. Bei Monster Hunter World ist es halt so, dass du manchmal eine halbe Stunde gegen einen kämpfst. Klar, ist es dann komisch, die ganze Zeit eine halbe Stunde zuzusehen, aber, würde ich das ja in Zukunft hochladen, würde ich es sehr, sehr kurz halten. Monster Hunter Rise, wie gesagt, da könnte ich eigentlich die Kämpfe komplett hochladen, weil die sehr, sehr kurz sind. Monster Hunter World aber kommt auch noch in Zukunft mit Fatalis und so weiter. Da werde ich die Kämpfe natürlich schneiden. Ich werde die besten Aktionen und so weiter, die werde ich halt hochladen. Und ja, das hier werde ich natürlich auch noch weiter hochladen, bis die Story durch ist. Und danach werden wir mal Koop-Missionen durchführen. Glavenus und so weiter hatten wir ja auch noch nicht. Und ja, mal gucken. Mal gucken, was das Spiel halt noch bereithält, wenn ich halt die anderen Sachen alles so mache. Ja gut, wo gehen wir jetzt lang? Es gibt hier mehrere Gänge. Lagombi, du passt hier durch, ja. Sehr schön. Ja, jetzt heißt es nur noch, den richtigen Weg finden. Was hab ich für ein Deutsch? Ist gut für uns. So wissen wir, wo wir nicht lang müssen. Ja, hier haben wir wenigstens jetzt die Truhe. Sehr schön. Herzschuro? Danke. Ja, was ich jetzt gerade eigentlich sagen wollte, ich weiß es selbst nicht mehr. Ich habe gar keine Ahnung. Ja. Aber ich denke mir, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ich freue mich schon drauf. Ich habe mir ja letztens halt für die Switch das Spiel gekauft, habe ich ja schon gesagt. Auf dem 3DS habe ich mir letztens wieder ein Spiel bei Saturn gekauft. Und ja, was ich noch in Zukunft kaufe, werdet ihr sehen. Aber ich weiß nicht, wie ich die Nintendo 3DS Spiele auf dem PC spielen kann, weil da gibt es halt eine Möglichkeit. Wo muss ich lang? Okay, hier bei den ersten gab nochmal einen Gang. Ah, Angela. Nee, du nicht, Angela. Stimmt, wait a minute. Was kann eigentlich Diablos? Ich glaube auch erschrecken. Oh, geiles Geräusch, ey. Problem ist halt, du hast Level 18. Reicht noch nicht, mein kleiner Freund. Stopp! Danke. Ich wollte nur hier durch. Sackgasse, wa? Ich wollte nicht kämpfen, aber machen wir ganz kurz schnell. Besiegt sind sie. War easy peasy. Jetzt die Frage. Eigentlich geht da ein Gang entlang. Den können wir aber nicht lang gehen. Okay, hier oben. Ach, da ist die Truhe. Ach so. Ich dachte, wir müssen unten lang, aber da gab es gar keinen Weg mehr. Oh, Diablos. Okay, rechts ist noch ein Fahrstuhl, da müssen wir hin. Aber ich will die Kiste dort haben. Ich hole mir die auch kurz. Nullbeere? Ach, ich habe kein Monster zum Springen mit. Ich habe gar kein Monster zum Springen. Ah, ja, egal. Ketsu müsste das eigentlich können. Ich will nicht kämpfen. Pass auf, wir machen das ganz schnell. Und zwar, das geht richtig schnell. Ja, ja, das sind echte Protzpakete. Ja, ja. Es tut mir wirklich leid, aber ist egal. So, fünfte Etage. Und somit hoffe ich jetzt, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ey, was für ein Detail ich gesehen habe. Jetzt sind wir dort und dann müssen wir... Ach so, es geht wieder runter? Ja gut, wartet, ich will ganz kurz was gucken. Na okay, es ist nicht richtig, was angezeigt wird. Schade. Hätte sein können, dass das so ein Detail ist, was man halt nicht wirklich, wo man nicht drauf achtet. Aber, ja. Ist halt fehlerhaft, das Teil. Stimmt, Amulette, die könnten wir eigentlich benutzen, aber habe ich nicht benutzt. Na, egal. Nicht schlimm. Hallo. Wieder ein Diablos. No problemo. Gehen wir einfach daran vorbei. Hallo. Push dich. Ich muss leider rechts auf der Seite. Ja. Wir müssen da nochmal hin. Aha, es gibt hier wohl... Ja, ja.
Das habe ich auch gesehen. Aber da gibt es eine Truhe kurz da vorne. Warte, ich will die Truhe kurz haben. Kurz nochmal richtig nachgucken. Nee, befindet sich keine Truhe. Die befindet sich halt genau da oben drauf. Ja, gehen wir hier jetzt einfach mal rein und wir kommen wieder nach oben. Müsste es ja eigentlich sein. Ja, gut, dann sind wir fast am Ende. Oh Gott. Aber da der Dungeon so lange ist, fast oben, ja, habe ich mir schon gedacht. Der schwarze Diablos? Oh boy, gar kein Bock. Der schwarze Diablos. Ach, come on. Oh no. Ey, bitte lass dich nicht stärker sein als der normale, bitte. Das Dach ist gleich da vorne. Kumpel, noch ein Stück. Okay, das bedeutet, wenn wir gegen den jetzt kämpfen, müssen wir gleich danach gegen keinen kämpfen. Eieiei, das wird jetzt kritisch. Auf was ging er die ganze Zeit? Wir gehen mal ganz kurz auf Geschwindigkeit, weil alle drei auf Geschwindigkeit gehen. Jetzt die Frage, war das Großschwert gut? Wir reißen mal seinen Schwanz weg. Okay, gut, 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 gut. Ist das Großschwert jetzt gut? Ja, ist gut, ist gut. Und ich sehe gerade, er hat nicht viel Energie abbekommen. Das heißt, wir müssen... ja, es könnte ein bisschen dauern. A little bit. Anjanath, pass auf. Wir brauchen ein... wir brauchen... okay, wir könnten natürlich tackeln oder so. Mit einem anderen Monster. Ich habe gerade gedacht, das wäre mal ein Monster. Tigrex könnte... aber Tigrex ist sehr schwach. Lagombi, komm her. Du bist dran. Sehr gut. Der ist gerade auf Kraft drauf. Deswegen kannst du jetzt schön deine Attacken machen, ja? Schwanz. Let's go. Und er wird gleich Fokuskraft machen. Okay, aber alle gehen auf Schwanz drauf, wa? Außer Lagombi. Ja, das ist... okay, wir gehen alle auf den Schwanz drauf. Let's go. 279, Kollege. Ey, ich danke um deine Hilfe. 344, sehr schön. Wir gehen nochmal drauf. Er ist immer noch nicht wütend. Tunnelgraben. Easy. Das ist easy. Soll er ruhig machen. Weg ist er. Denkt dran. Ja, 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 ja. Ich weiß es, Kollege. Ich weiß es. Wir gehen jetzt hier erstmal drauf. Schallbombe. Let's go. Aber eigentlich könnten wir ihn ja drinnen lassen. Wir können zwar ein paar Runden nicht angreifen, aber er ist halt so schwach. Ja gut, wir können halt nichts machen, ne? Egal, machen wir jetzt erstmal so weiter wie zuvor. Und gleich können wir unsere Attacke einsetzen. Vielleicht machen wir beides sogar gleichzeitig mit dem Kollege hier. Ah, Lagombi, warum gehst du auf Kraft? Aber er geht eher auf mich drauf. Sehr gut. Schwarzer Diablos, Alter. Schwarze Diablos. Mach dich bereit, schwarze Diablos. Okay. wir reiten, ja. Er wird auf Technik gehen. Deswegen gehen wir auf Kraft erstmal, oder? Hey, wir sind falsch. Juhu. Oh, scheiße. Einmal Objekto, bitte. Er geht auf Geschwindigkeit. Gut, dann müssen wir auf Technik jetzt einfach gehen. Okay, ist ja kein Problem. Gleichstand. Reverto, du musst dich heilen, Kollege. Technik, genau. Jetzt geht er auf uns drauf. Wir ziehen mal ganz kurz die Beine weg. Weil so fliegt er halt hin. Und wir gehen alle auf die Beine. Schwergewicht. Na, wer liegt denn auf dem Boden? Und kann sich nicht bewegen? Gehen wir nochmal drauf. Ah, okay, warte mal. Ich werde ganz kurz Objekt benutzen. Warte, aber greift dann Lagombi an? Nee, oder? Wir machen Lebenspuder. Nee, wir machen Lebenspulver. Noch besser. Weil ich reite ja schon auf ihn. Ich kann meine Energie nicht mehr herbekommen. 510, okay. Somit gehen wir weiter. Nee, warte, 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 warte. Technik. Wir ziehen die Beine weg. Na, Reverto, du musst doch viel lernen. Oh, wir machen doppelter Angriff. Let's go. Auf die Beine. Nö, warte mal. Nein! No! Achso, es war Lagombi. Ja, gut. Ich habe gerade gedacht, ich habe Diablos. Shit, sorry, sorry, dass es so laut war. Ach man, ich dachte, ich hätte jetzt wirklich Dings gehabt. Nochmal gut. Ist alles nochmal gut gegangen.
So, er liegt jetzt auf den Beinen. Schwarze Diablos, so stark bist du gar nicht, wa? Tja, wir sind stärker. Okay, er liegt. Jetzt können wir erstmal übelst Damage machen. Erfrierungsstoß. 285, sehr schön, gefällt mir. Wir können wieder reiten. 30 halt nochmal. Können wir eigentlich... Ey, vielleicht wisst ihr das. Wenn ich nicht auf ihn reite und wir greifen weiter an, geht dann die Stufe auch höher oder muss ich trotzdem auf ihn... Ich glaube, ich muss trotzdem, ne, reiten auf ihn. Eieiei. So. Tunnel graben. Grab doch. Wir holen uns erstmal die Stufen. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. So, einmal Objekt. Dann einmal Schallbombe. Sehr gut. Ein Kampf dauert halt immer echt lange, wa? Ich denke mal, der eine oder andere von euch wird auf jeden Fall immer vorskippen. Ich kann mir auch vorstellen, warum, weil die Kämpfe gehen halt echt lang, muss man wirklich sagen. Aber das ist halt das Spannendste. Ich habe ja schon mal gesagt, es ist ja wie Pokémon. Problem ist halt bei Pokémon Schwert und Schild, die Spiele sind halt sehr, sehr einfach gehalten. Sehr, sehr billig gehalten. Vom, keine Ahnung, es kann sogar, sagen wir, du bist 6 oder so. Du kannst sogar sehr, sehr gut kämpfen. Du kannst sehr, sehr gut kämpfen und kannst es sogar durchspielen. Und das ist schon wieder besser, weil du musst halt gucken, wie du alles schaffen kannst, damit du nicht stirbst. Und es ist halt wirklich so. Weil hier musst du wirklich sehen, was du halt machst. Eieiei. Oh, Kollege greift gleich an. Sehr gut. So, dann mach mal deinen Drachenhieb. Er macht dieselbe Attacke wie immer. Müssen wir uns nicht unbedingt angucken. Und ich glaube, er ist tot gleich. Ja, er tut schon sabbern. So, dann müssen wir hier jetzt wieder drauf. Angriff. Kinder, let's go. Ja, das war's für ihn. Das war's. Ja, okay, doch nicht. Warte, da will ich auch kurz eine Fähigkeit einsetzen. Ladung, Tackling. Ah, haben wir noch eine zweite Seite? Okay, warte mal. Dann greifen wir tot weiterhin an, weil ich will ganz kurz meine Attacke ein bisschen hochbringen. Ich will ganz kurz auch eine heftige Attacke machen. Fokuskraft, kein Problem. Lade ich ruhig kurz auf. Nein! Du hast es wohl drauf, Mann. Ich kenne ausgebildete Jäger, die mit so einem Monster zu kämpfen gehabt hätten. Ja, wir ja auch, ne? Ena und Ratter warten auf uns. Rauf aufs Dach. Okay, wir haben es geschafft. Diablos hat auch schon Level 21. Fokuskraft. Das bedeutet auch, wir können ihn für den nächsten Kampf vielleicht einsetzen. Ich weiß es zwar nicht, aber sehen wir dann halt. Kommt jetzt Story? Na okay, Story kommt nicht. Sehr schön. Dann gehen wir doch ganz kurz mal hier hoch. Und gehen rauf aufs Dach. Oh Gott, kommt Story? Ja. Yeah.
Ich bin gerade übelst happy. Und kann es sein, dass er Nähgigantes Rüstung trägt? Alter, was war das? Ich kann fliegen! Okay, pass auf, gehen wir kurz mal durch. Was ist passiert? Die Katze hat sich verwandelt in Pikachu? Rathalos ist gut, ich kann jetzt fliegen. Ich habe ultra Gänsehaut. Wir haben, er ist jetzt fast so wie sein Opa, sein Groß... What? Ja, Fazit zu ihm gerade. Ich bin verliebt. Holy shit, krasse Krater. Gerade als alles verloren scheint, wird die Bindung zwischen dir und Ratter zur Rettung. Seine einst schwachen Flügel, die die Macht der Zerstörung innehaben sollen, schlagen kräftig durch die Luft und tragen euch in Sicherheit. Ena erkennt, dass es Zeit ist, dich an einen bestimmten Ort zu bringen. Ich kann nicht mehr. So, Riding, fliegen. Wenn du ein Monster reitest, das fliegen kann, drücke B, um in die Lüfte aufzusteigen. Drücke über einen hindernisfreien Stelle erneut, um zu landen. Fliege Monsters, breite ihre Flügel ohne deinen Befehl aus, wenn du von einer Klippe reitest und landen, sobald sie zum Boden Böden berühren. Okay, du kannst das Verhalten der Kamera beim Fliegen im Camp-Menü Riding ändern. Okay, mit Vertikal und so weiter. Okay, es fliegt... Nee, er fliegt wirklich. Ja. Gut für dich, Ratter. Du hast es endlich deine Flügel. Tickno, es gibt einen Ort, zu dem ich dich gerne hinnehmen würde. Es ist der Krater, den Red und ich untersuchen wollten. Was? Wenn wir dort ankommen, würde ich gerne mehr darüber erzählen, was dort passiert ist. Und Red... Ich kann fliegen. Hey, ich... Keine Ahnung, also ich bin echt verliebt in das Spiel hier. Begib dich zum Erdloch des Gedenkens. Eieiei, also, wow. Ich bin krass verliebt in Rathalos. Hey, wir können fliegen. Das bedeutet ja, wir können jetzt ja jede Truhe holen. Guck mal hier zum Beispiel, da oben ist eine drauf. Ceramon-Ruinen. Eieieiei, eieieiei. Ja, bist du denn mein... Okay, mein Leitmonzi muss es ja sein. Bist du wirklich mein Leitmonzi? Ja. Er hat Stufe 22. Eieiei, Rathalos, wir müssen dich ein bisschen trainieren für die nächste Folge. Das steht auf jeden Fall fest. Und wir können... Oh, Backe, Mann. Okay, das ist richtig cool. Handy aus jetzt. Eieiei. Okay, gehen wir ganz kurz mal runter. Was haben wir denn hier noch? Eine Truhe? Okay, sehr schön. Ihr meintet ja schon mal in den Kommentaren... Das beste Monster, was zum Transportmittel geeignet ist, ist Rathalos. Denn Rathalos, da kannst du einfach so machen und bam, Baby. Du fliegst nach oben. Und das Coole ist, das bemerke ich, es leckt nicht. Also es kann ja mal sein, wie gesagt, ich hatte schon länger, dass es nicht mehr allzu krass geleckt hat. Aber es leckt nicht mehr so wirklich. Also so viel. Warte, wir können hier einfach durch. Wir können hier einfach lang fliegen. Obwohl das außerhalb der Karte ist. Also haben Fliegende ein anderes Ziel. Edo war zutto hitori de Owana no chousa o tsuzukete ita. Soshite Lutu ni modotte kita no. Watashitachi ni kiki o shiraseru tame ni. レド、久しぶりだ。君たちは変わらないな。年を取ったのは俺だけか。それは事実なのか。地割れとは言えないような。そう、大穴。それが各地に、大穴に隠された真実を暴かなければ。真実? 大穴に何かを見たのか。いえ、何も見てはいませんですが、聞いたんです。大穴の底から響いてくるモンスターの声。モンスターの声？ああ、ただならない予感がする。この世界は破滅に向かってしまう。信じがたい話ではあるが、調査をする必要はありそうだ。 そして私たちはこの地にやってきたの。
この穴に隠された真実とこの音のことか。そう、これは声だ。紛れもなく声だ。始まり何がだ。そうか、これは産声だ。 世界の状況は日々悪化していった。そんな時、守りレウスが生きていて、ハコロ島に戻ったと聞いたの。私は守りレウスに会いに行った。そして、あなたに出会った。レドは大穴の真実を知ることなく言ってしまった。私は、レドが果たせなかったことを果たしたい。 そのためには、レウスとあなたの力が必要なの。ありがとう。俺たちは仲間だろ。一人で責任を感じたり、悩んだりしなくてもいいんだぜ。仲間。そうね。私たちは仲間。 見て、真実を突き止めなければ。行こう。
Alter, der arme Red. Die hätten ihn retten können. Oh no. Hier ist er also gestorben, ey. Scheiße. Und Nährgigante, holy shit. Dazu kann ich echt nichts sagen. Oh, Alter, ich krieg grad Gänsehaut am ganzen Körper, ne? Alter Schwede, die Geschichte wird ja immer besser. Aber der arme Red, ey, und sein Rathalos war so groß und so mächtig. Ja, das bedeutet, das, was er angefangen hat, müssen wir dann beenden. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Aber das alles sehen wir halt erst dann in der nächsten Folge. Ich brauche jetzt wirklich eine Pause von der ganzen Story und so. Die ist ja so Hammer. Dazu kann ich nichts sagen, ne? Ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr es bis jetzt findet. Ich find's, Alter, 10 von 10. So, Freunde, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.